Guten Tag, Jerome Heinz mein Name, von der Kampfsportschmiede Heilbronn, Kampfsportschmiede Bad Friedrichshain. Ich möchte mich heute zu Wort melden, um einfach ein bisschen darüber zu sprechen, die momentane Lage, zum Beispiel ja, mit den Maßnahmen, was vonstatten gehen, und einfach ja, über die Kinder ein bisschen zu sprechen, weil die werden ein bisschen vergessen. Und ich möchte aber absolut hier keine Diskussionsrunde anfangen oder über die Corona-Politik oder über die Politiker anfangen zu reden, sondern die einzige Intention, die ich eigentlich habe, ist der Schutz von Kindern, ja, und einfach ein bisschen deutlich zu machen und aufzuzeigen, was die Kinder so durchmachen, was für eine psychologische Belastung eigentlich sie widerfahren in der momentanen Zeit. Ja, und kleine Info am Rande. Wir machen jetzt auch, oder beziehungsweise wir gründen einen neuen Verein. Ja, der Verein trägt den Namen Schutz und Unterstützung für Kinder, Tiere und Sportler, eingetragener Verein. Ja, und da geht es einfach auch ein bisschen um dieses Thema. Und da tun wir einfach die Kinder und die Jugendlichen einfach ein bisschen unterstützen, ja, so wie auch die Sportler und natürlich auch die Tiere. Das dann nur als kleine Info am Rande, bevor ich tiefer auf das Thema eingehe. Und ja, legen wir los. Kinder sind unsere Zukunft. Früher war das Bild von Kindern eigentlich immer positiv geprägt. Ja, das heißt, sie haben darüber nachgedacht, wo gehen sie spielen, draußen war alles schön, ja, sie haben keine Probleme im Großen und Ganzen gehabt. Heute ist der Alltag von Kindern eher negativ geprägt. Es beginnt schon in den Medien, ja, wenn man immer von Tod spricht, ne, wenn man einem fünfjährigen Kind oder einem vierjährigen Kind die ganze Zeit vorsetzt, Tod, Tod, Todeszahlen, so viel Tode sind, und über Impfungen spricht, ist es einfach eine negative Prägung, psychologisch gesehen, für die Kinder. Und das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ein Kind sollte schön positiv aufwachsen, ohne Probleme, ja, und nicht die ganze Zeit mit dem Tod im Nacken irgendwo konfrontiert sein. Es beginnt, wenn das Kind zum Beispiel mit 2,5 Jahren in die Kindertagesstätte geht und die Erzieher nur mit der Maske sieht. Ja, das heißt, die Kleine oder die Kleinen erkennen die Erzieher oder kennen die Erzieher und Erzieherinnen nur mit Maske. Ich habe Eltern, die berichten, dass die Erzieher, wenn sie im Moment ihre Maske runterziehen zum Beispiel, dass die Kinder anfangen zu weinen, ja, weil sie die Erzieher oder Erzieherinnen einfach nicht mehr erkennen. Ja, sie kennen die Erzieher nur mit der Maske. Sobald die Maske unten ist, fangen sie an zu weinen, weil sie denken, es ist eine fremde Person zum Beispiel. Ist auch ein Riesenpunkt und eine Riesenbelastung für die Kinder psychologisch gesehen. Zum nächsten Punkt ist es genauso, wie wenn es jetzt anfängt mit dem Testen, zum Beispiel bei 2-, 3-, 4-, 5-Jährigen, wenn die dann alle in einer Reihe sind oder von mir aus auch abgetrennt, egal wie es vonstatten ist. Es wird aber nie so sein, dass eine Person einzeln getestet ist, sondern es wird immer 1, 2, 3, 4 Personen gleichzeitig sein, Kinder. Und das ist einfach die Praxis, anders könnt ihr das wahrscheinlich gar nicht organisatorisch durchbekommen. Und wenn jetzt 10 Kinder in einer Reihe stehen, getestet werden und eins davon ist positiv, beginnt nämlich genau das, was wir nicht wollen: das Kind wird ausgegrenzt. Ja, das Kind ist positiv, das ist wie damals in der Schule, erinnert euch zurück, mit Läuse zum Beispiel. Hat ein Kind Läuse gehabt, was haben die Kinder dann gemacht? Ja, sie haben angefangen, das Kind auszulachen, auszugrenzen, zu hänseln. Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Mobbing. Das ist ein riesen Thema, was allgemein schon viel zu wenig überhaupt behandelt wird in Deutschland oder allgemein. Und dann fühlen die Kinder sich einfach ausgeschlossen. Ja, das Kind ist positiv, wird erstmal abgesondert, die Eltern holen es ab. Ja, 2 Wochen Quarantäne, dann kommt es wieder und dann heißt es, haha, da war der Positive, ja, und dann wird das Kind gemobbt unter Umständen. Und das ist genau das, was eigentlich verhindert werden muss, weil es absolut fatal ist. Und ja, psychologisch gesehen, absolute Belastung für die Kinder, und das muss nicht sein. Ja. Also ich kritisiere, wie gesagt, jetzt nicht die Politik oder irgendwas, sondern es ist einfach, um aufzuzeigen, was die Kinder da eigentlich durchmachen. Ne. Oder es beginnt auch damit, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel getestet werden, 3-jähriges Kind, ein Spucktest oder ein Popeltest. Wie soll ich meiner Tochter zum Beispiel erklären, dass sie 2-mal die Woche in eine Tüte spucken soll? Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Wertevermittlung zum Beispiel, was auch der Bildungsauftrag von der Kindertagesstätte ist. Und das sollte meiner Meinung nach auch gewährleistet sein, dass der Bildungsauftrag vonstatten geht. Und wie soll das funktionieren, wenn ich einem Kind sagen muss, ich muss 2-mal in eine Tüte spucken? Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt mit der Wertevermittlung bei den Kindern und gleichzeitig aber auch ein ganz, ganz heikler Punkt. Es gibt Möglichkeiten, wie unsere Kinder trainieren könnten oder auch ähnliche Aktivitäten wieder wahrnehmen könnten, sich mit Freunden treffen und so weiter und so fort. Es ist möglich, wird aber ignoriert. Das heißt, das psychologische Wohl vom Kind ist einfach nicht mehr das, was es mal war, ja, sondern die werden in der ganzen momentanen Lage einfach so ein bisschen auf die Seite geschoben, finde ich. Und das darf nicht sein. Kinder sind unsere Zukunft und sind die wichtigsten.
Ja. Allgemeine Phase ist sehr, sehr schwer. Gibt aber auch andere Themen, was den Kindern dann noch verwehrt wird oder beziehungsweise wo sie falsch und negativ beeinflusst werden. Und zwar, bei uns war das früher so, um 19 Uhr haben wir uns RTL 2 angeguckt, da kam Dragon Ball Z, da haben wir uns drauf gefreut. Heute kommt um 19 Uhr Berlin Tag und Nacht zum Beispiel. Und da geht es dann nur um Lügen, um Betrug, um Drogen, Sucht und so weiter und so fort. Und das sind einfach absolute falsche Werte, was da übermittelt werden. Den Kindern sowie auch den Jugendlichen. Und deswegen wird die Gesellschaft auch immer schlimmer. Sie wird immer egoistischer, oberflächlicher und ist absolut traurig. Jetzt schweife ich es natürlich ein bisschen vom Thema ab, aber ist auch ein großes Thema allgemein bei den Kindern. Und dafür sind eigentlich auch wir da, ja, weil wir sind auch ein Bildungsträger, wir haben auch einen Bildungsauftrag und wir tun Werte vermitteln. Ja, das sind Sachen, die es bei uns zum Beispiel nicht gibt. Ja, da legen auch wir Wert drauf, was uns jetzt aber auch verwehrt ist. Das heißt, wir können nicht mit den Kindern arbeiten. Ja, wir können nicht mit den Jugendlichen arbeiten. Das heißt, die kommen vielleicht wieder auf Unsinn. Ja, die machen vielleicht wieder irgendeinen Mist und geraten auf den falschen Weg. Das heißt, wir haben keinen Kontakt mehr zu den Kindern und den Jugendlichen. Und das ist eigentlich das Traurige daran. Und es verwäscht sich alles und es wird immer fremder. Und ja, es ist einfach nur traurig, meiner Meinung nach. Was mit der Gesellschaft allgemein passiert, mit den Jugendlichen und Kindern. Jetzt noch dazu natürlich mit den ganzen Maßnahmen alles. Und wir von der Kampfsportschmiede, wir stehen da einfach dazu, die alten Werte wieder ein bisschen zurückzuholen. Das heißt auch, mal einer alten Dame die Türe aufmachen oder die alte Dame im Bus hinsetzen lassen zum Beispiel. Siezen, das sind so Kleinigkeiten, was eigentlich selbstverständlich sind, was heute aber sehr, sehr in Vergessenheit geraten. Und da sind auch wir dafür da. Ne? Wenn wir das hören, dass ein Jugendlicher zum Beispiel einen älteren duzt, ja, dann machen wir darauf aufmerksam. Das heißt, wir betreiben Wertevermittlung und das ist ganz, ganz wichtig. Und können wir natürlich momentan nicht nachgehen. Und deswegen ist es umso trauriger, dass es einfach so ist. Das Thema Jugendliche zum Beispiel. Ja, die Jugendlichen haben bei uns in der Kampfsportschmiede absolutes Verbot, berauschende Mittel zu nehmen, zu rauchen, Alkohol zu trinken und ähnliches. Und das wird natürlich auch von uns verfolgt und auch geahndet, ne, wenn da jemand Unsinn treibt und sowas macht bei uns, ne, in unserem Jugendtraining. Und momentan haben wir absolut keinen Einfluss, weil wir einfach keinen Kontakt zu den Jugendlichen haben. Ja, das heißt, wenn sie jetzt unterwegs sind, in der Schule sind, mit ihren jugendlichen Freunden da ihr Zeug machen und auf dumme Gedanken kommen, haben wir absolut keinen Einfluss. Sind sie bei uns im Training 2, 3, 4 Mal die Woche, haben wir natürlich den Einfluss, was jetzt momentan nicht gewährt ist. Und das ist einfach das große Problem. Auch bei dem Thema Jugendlichen ist das Gleiche, Kinder, Jugendliche, das kommt aufs Gleiche raus. Und da muss einfach was passieren. Ja, und es ist auch einfach ein Appell an andere Fitnessstudios, Sportstudios oder ähnliche, ja, Bereiche einfach in der Dienstleistungsbranche, sage ich mal, einfach aufmerksam machen. Und nochmals zum Schluss nochmal darauf hinzuweisen, es ist absolut jetzt kein Video, wo wir gemacht haben, um da jetzt die Bundesregierung zu kritisieren oder alle Maßnahmen zu kritisieren oder im schlimmsten Fall auch irgendwas zu leugnen, sondern es ist eine absolut schwere Situation momentan, das ist uns bewusst. Nur, wir wollten mit dem Video darauf aufmerksam machen, dass die Kinder einfach besonders sehr darunter leiden. Psychologisch gesehen ist es eine absolute Belastung für die Kinder. Ja, und das wollten wir einfach klar machen mit diesem Video und nicht da jetzt eine riesen Diskussion zu starten, dass wir irgendwas leugnen oder dass alles falsch ist, was die Regierung macht. Das nochmal zum Abschluss. Ansonsten, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr geguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis dann.